Okay, Leute, willkommen zur neuen Folge von Dinosaur King. Blatt gefunden. Ich habe das so lange nicht mehr gespielt. Boah. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Ne, naja. Mal sehen, irgendwie komme ich schon weiter. Eingang zur Lagerhalle, der Alpha Game. Ach so, hier sollten wir ja hin. Aber erstmal hier alles untersuchen. Ich glaube, hier ist irgendwas, das weiß ich irgendwie schon. Was habe ich gesagt? Oh. Ich spiele gerade momentan mit Tastatur, deswegen ist es jetzt gerade beschissen. Antike Urne, davon habe ich ja sowieso genügend. So. Naja, nach langer Zeit mache ich wieder einen Kampf. Zeige ich den einfach mal. Mit was kommt er jetzt? Ich habe so lange nicht mehr gespielt. Okay, ich habe richtig geraten. Durchdringungsschlag kennen wir schon. Ja, aber ich werde dich nicht gewinnen lassen. Okay. Oh, das war ein Fehler. Naja, der nächste. Meine Sübi wird ihn töten. Die letzte Aktion zum gleichen Schlagen. Achso, okay. Naja, tot. Sterb schneller, danke. Okay, jetzt muss ich aber irgendwie, warte, hier war eins. Das ist voll ungewohnt, jetzt mit Tastatur zu machen. Blatt gefunden, danke. So. Ich muss auch gleich mal wieder speichern. Kleeblatt, dreiblättiges Kleeblatt, okay. Ich habe echt keinen Plan, wo ich jetzt was machen muss. Wir speichern lieber zur Sicherheit. Ich habe keinen Bock, jetzt irgendwie hier zu gruppieren. Okay. Hab ich die Gegend schon? Naja, erstmal. Ungewohnt, aber naja, ich krieg das schon irgendwie hin. Tasche. Objekt. Wo sind die Batterien da? Ach ja, ich habe ja so viele davon gekauft. Sehr gut. Ich habe vorgesorgt. Okay. 1, 2, 3. Dann gehe ich in die Höhle rein. Kleeblatt, dankeschön. Boah, warte mal, ich muss mir genau jetzt angucken, wo ich gerade bin. Ich bin von irgendwo da rausgekommen. Warte, wo war das Dorf? Warte mal. Ach so. Okay. Naja, einfach rein mit uns. Sehen wir mal. Max, ich wette, das ist das Lagerhaus der Alpha Gang. Das steht auch auf dem Schild, Spasti. Ursula sagte, ein Typ namens Seth würde hier sein. Also gut, dann wollen wir uns mal umsehen, Mike. Warte mal, Seth? Bin ich schon fast am Ende? Ach ja, stimmt, ich bin ja fast beim Ende. Wir sind ja, ja Leute, wir sind bald mit dem Spiel ja durch. Es dauert nicht mal lange. Okay, jetzt mal kurz alles abchecken. Okay. Ich brauche eine Karte, verdammt. Habe ich nicht irgendwie gesagt, dass ich trainieren will? Trainieren will oder. Boah, das ist so scheiße mit der Maus. So. Oh, Gossard-Fossil. Tut mir leid, wenn es wieder so langweilig wird, aber ich will wirklich hier alles haben. Okay. Ja, okay, ich bin genau auf irgendwas gelandet. Geht klar. Trilobitenfossil. Okay. Boah, ich habe nicht überall Lust, die ganze Zeit hier durchzuschauen. Eigentlich gehen mir jetzt die Dinos sowieso am Sack. Okay, den Nodosaurus, kennen wir den? Ich weiß es gar nicht. Anscheinend Aktion von mir ist ja okay, da kommt er. Ja, okay.
Warte mal, der Level von dem Gegner ist welches? Ich weiß es gar nicht mehr. Ach ja, ich bin jetzt auf dem gleichen Level wie auf der, der letzte Aktion. Sieht ziemlich gut aus. Danke, geheimnisvolle Luft. Das war eine Heilaktion, oder? Okay, ich habe mich dann gehört. Warte mal, Seth ist auf dem Level wie ich jetzt gerade. 1, 2, 3. Das weiß ich, deswegen habe ich auch so viel gelevelt. Ich weiß nicht, ob ich es den packen würde. Warte, es kommt später eine Bossparade von ganzen Gegnern, die ich bisher besiegt habe. Das weiß ich. Ach, darauf freue ich mich schon. Yay! Bossparade. Nö, nö. Und naja, ich erwähne das nochmal. Ich kann das Gebiet 1000-mal durchsuchen, es wird immer was geben. Und deswegen werde ich das nur einmal durchsuchen, danach gar nicht mehr. Vielleicht, wenn ich Lust habe, irgendwie was hier zu graben. Dann ja, aber normal, nee. Ich bin nicht hobbylos, ich werde noch ein anderes Projekt heute noch starten. Das Projekt, was jeder von euch von mir erwartet die ganze Zeit. Und das ich auch jederzeit jetzt auch spielen will, ist Inazuma 11. Ich sag jetzt schon. Das Spiel läuft einwandfrei, das ist gar kein Problem, aber Text. Das ist richtig zusammengedrückt und man kann es nicht richtig lesen. Ich versuche mein Bestes, das zu entziffern. Es gibt auch eine deutsche Sprachausgabe, also meistens reden sie mit einer deutschen Sprachausgabe. Wenn nicht, dann versuche ich das irgendwie zu übersetzen. Vielleicht ist es auch lustiger, keine Ahnung, vielleicht gefällt es euch das trotzdem nicht. Du wolltest mich verarschen, klein. Okay. Aber wo... Warte, da war doch irgendwas. Ich habe doch gerade das gesehen. War das hier oder was? Also, erwartet nicht viel vom Projekt. Und, naja, auf eure eigene... Warte, wie kannst du mal wieder rennen? Achso, so. Scheiß Roboter. Nein, so. Sprosse gefunden, yay. Okay, jetzt mal diese Gegend hier abchecken. Okay, ein Kampf. Alarm, betrete streng verboten, lass mich das machen. Ja. Ankylosaurus. Oh, scheiße. Okay, du versuchst eine entscheidende Aktion. Gut, für mich. Kraftsturm, komm. Komm, die Attacken kennen wir schon. Wie viele Dinos hat er? Okay, das geht. Verdammt! Egal, komm, Sibi. Muss man eine Aktion ordentlich einsetzen. Ja, okay, ist ja schön. Naja, dein Dino ist jetzt tot. Nein, ja, kennen wir schon. Okay. Das sollte den Zweck erfüllen. Welchen Zweck? Ah, okay. Zum Glück habe ich das genommen. Ich habe schon irgendwie gedacht, dass er irgendwas vorhat, der Bastard. Ich würde die letzte Aktion zugleich anschlagen. Okay, geschafft. Magma-Erschütterung kennen wir schon und er ist tot. Meine Stimme. Und das war einfach, als ich dachte, Pipi wir Klonk Klonk Alter Gang. Ich bin in diesen Part nicht mal sehr weit gekommen, wenn ich das gerade so sagen darf. Ammonitenfossil. Okay, ich brauche eher eine Karte. Ohne Karte fühle ich mich hier so gesagt nackig. Frag mich nicht wieso, aber ich fühle mich gerade so. Da habe ich keinen Plan, wo ich bin.
Okay, ich habe noch drei, so gesagt, 3 Minuten zum Spielen noch und danach muss ich Cut machen. Ich will die Parts auch nicht mehr so lange machen. 15 Minuten geht. Das ist die normale Länge, würde ich mal sagen. Um mein Video zu schauen. Die müssen wir machen, ich habe 15 Minuten Länge. Sprosse, okay. Und ich habe noch ein orangenes da irgendwo da unten gesehen. Fossil aus Nordamerika, okay. Das heißt, wir können später was ausgraben. Goldklumpen, okay. Boah, ich hasse dieses Feld jetzt schon. Weiter kommen wir wohl nicht. Warte, sieh mal, der Zaun hat einen Riss. Wenn ihr hart genug dagegen schlagen, könnt ihr ihn vielleicht auch runterreißen. Wir brauchen nur was, womit wir einen ordentlichen Schlag verpassen können. Ein Sprengstoff zum Beispiel? Hey, das... Wollt ihr mich gerade verarschen? Das ist ein Zaun, den könnt ihr einfach wegtreten. Ihr braucht Sprengstoff dafür. Los, wir gehen raus und sehen, ob wir was finden. Ihr seid behinderte Kinder, ganz ehrlich, ihr seid wirklich behinderte Kinder, die irgendwie einen Zaun mit Sprengstoff zerstören wollen. Naja, euch kann man nicht mehr helfen, ganz ehrlich, nein. Wie kann man einen Zaun mit Sprengstoff zerstören? Naja, ich wieder frage es nicht. Dieses Spiel hat sowieso keinen Sinn für mich. Ich will dieses Spiel jetzt eigentlich nur schnell durchhaben. Danach habe ich das jetzt auch... Dann habe ich ein weiteres Projekt dann so gesagt fertig. In meiner Sammlung. Als Let's Player. Und danach kommt Inazuma 11. Und dann noch andere Spiele, die ich noch machen werde. Yay, noch ein Fossil aus Nordamerika. Vielleicht gibt es ja ein paar inzwischen in seltene